Herz schlägt. Hallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lego Star Wars The Skywalker Saga. Und natürlich ist wieder mit dabei meine Freundin Sandy. Hi. Wir sind, wie schon in der letzten Folge, hier auf Naboo in der Stadt Theed und wir sollen Amidala von der Handelsföderation retten. Die Mission habe ich aus Versehen schon gestartet, weil ich ein paar Soundtests hier gemacht habe, weil das in der letzten Folge überhaupt nichts geworden ist und deshalb, ja, wollte ich das jetzt besser hinkriegen und ich hoffe, es passt. Da dann natürlich auch mit dabei. Ja, mir geht's Corona-bedingt immer noch nicht wirklich besser. Die Halsschmerzen wurden eher noch stärker, deswegen, ja, ich versuche euch so gut es geht zu entertainen. Ich war irgendwie mit der ersten Folge selber nicht ganz so zufrieden. Wir werden diese auch kürzer halten. So um die 20 Minuten peile ich an. Ja, ohne dass ich einen Timer gestellt habe, peile ich die 20 Minuten natürlich an. Den stellen wir natürlich, damit wir ungefähr auf die Zeit kommen. Und ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr das findet. Ich finde, das Game halt findet. Ich finde nämlich im Splitscreen irgendwie wirkt das alles ein bisschen eingeengt. Ich weiß nicht, wieso mich das stört, aber irgendwie weiß ich nicht. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zur Königin. Ich hab gerade ein Lichtschwert in den Rücken gerammt. Das Spiel sieht echt wunderschön aus, Leute. Weiß nicht, ob ich Tiefenunschärfe anlassen soll oder nicht. Das Gebäude ist irgendwie erst scharf, wenn wir nahe davor stehen. Ich nehme an, sie bringen sie zu ihrem Schiff. Oh, Schiff im Hangar gedockt. Bist schon da? Ja, ich bin da. Hey, komm mal her. Oh. Okay, Oh. Hallo. Ich glaube, du kannst auch Kombos machen, wenn du nicht immer den gleichen Knopf drückst. Es gibt dann mal Multiplikatoren, so nennt man das. Aber wem haben wir unsere Rettung zu verdanken? Wir sind Botschafter des obersten Kanzlers. Wir müssen dringend Verbindung mit der Republik aufnehmen. Habt ihr Transporter? Im Haupthangar, hier entlang. Ihr seid super heftig. Oh. Das ist toll. Es ist nicht weit. Ja, bleib dich das stimmt. Je nachdem, wie man mag, ne? Wir haben uns jetzt auch vorgenommen, oder beziehungsweise ich hab mir vorgenommen und ich sag's dir jetzt, warte mal, wo seid ihr denn überhaupt hin? Da. dass wir bei diesen Zwischensequenzen nicht mehr so viel reden, damit man die halt besser sehen kann. Oder ihr sie noch besser sehen könnt. Oder sind wir... Ja, ich bin gleich da, ne? So, guck mal, nutzen wir doch jetzt mal das coole Feature. Bam. Bist du schon fertig? Du machst das schon. So, wo ist es denn? Hinter dir. Jetzt weit. Milady. Oh. Okay. Bam. Weg mit euch. Also mit den... Oh. Hey. Mit den Kombos finde ich cool. Ich bin auch gespannt, wie das wird, wenn man Lichtschwertkämpfer hat. Oder wie man das zu zweit macht, wenn in den Filmen auch einfach nur ein Lichtschwertkämpfer da war. Wie hier Yoda gegen den Imperator in Episode 3 oder so. Oder einer spielt den Imperator und einer Yoda. Hey, au, ah. Tschüss, danke schön. Oh, mach tot. Kletos Kreto. Er steht auch wieder in der Bank drin, alles klar. Wo jetzt lang, Königer? Wo ist denn Milady da? Hier. So, wo gehen wir eigentlich gerade hin? Zum Hangar, ne? Ich weiß auch nicht, wir finden hier auch gar keine Secrets, ne? Ich habe auch schon gesehen, da auf Naboo, da wo bevor wir in die Unterwasserstadt gegangen sind, da gäbe es auch noch einen von diesen Kyber Bricks, diese blauen leuchtenden. Müssen wir uns mal ein bisschen mehr umschauen, wir müssen ein bisschen mehr den Gronkh machen. Gronkh kennst du, oder? Okay. Was ich ein bisschen scheiße finde, du musst dir die Macht bedienst du ja, indem du B drückst und mit dem rechten Stick musst du lenken. Also dann hin und her. Und ich weiß halt, also ich brauche halt meine andere Hand dann dafür. Hoppala. Getan. Dankeschön. Da bist du. Irgendwas mit dem machen? Mach einfach alles kaputt. Verprügel ihn einfach, bis auf. Nicht kaputt machen. Ja, vielleicht weil das ein Einwohner ist. Nee, das heißt, du kannst mit dem. Oh. Achillessticks gekauft. Okay, wollen wir weitergehen? Wo bist du gerade? Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ein Secret? Ah! Hier sind auf jeden Fall Gegner. Und Gegner deuten... Guck mal, hier ist... Guck mal, was ich gefunden habe. Bin hinter dir. Da rechts zu diesem Haus. Ich mache hier ein bisschen Assassin's Creed Action.
Toll. Ob ich jetzt auf den Dächern von Naboo rumlaufen kann, das ist ja cool. Oh, da kann ich rüberspringen. Alter, wo ich überall lang kann. Das ist ein Kyberbrick. Da oben drin in dem Turm. Keine Ahnung. Von da oben kann ich mich hier fallen lassen an die Stange, ja. Das hat wirklich was von Assassin's Creed, ne? Kennst du die Spiele? Okay. Warte, kann Jaja vielleicht hoch? Bin da. So, Jaja. Ah, schade. Dieses silberne Material, das kann man doch irgendwie nur. Ich weiß gar nicht, ist es irgendwie ein Lego-Spiel, glaube ich, anders. B sollst du drücken, steht doch da. Ach, weil der einen Enterhaken hat. Komme ich hier hoch? Alter. Das ist mir ein bisschen sehr eng jetzt hier. Ja. Silber brauchen wir, glaube ich, Dauerfeuer oder Schnellfeuer oder so. Oh, Alter. Oh, ich bin genau darauf gelandet. Mit Alter. Guck mal, hier ist auch irgendwas. Hier soll man rüberspringen können. Bist du wieder unten? Ja, ich bin unten. Lass uns doch mal sonst weitergehen. Ich habe auch einen Abgang gemacht. Ich komme. So. Man kann hier so viel erkunden, das ist unglaublich. Das ist ja gefühlt. Das ist der erste Planet, auf dem wir sind, ne? Ja. Weißt du? Ist denn nicht hier bald Darth Maul kommen? Aber wir müssen auch noch irgendwann den Thronsaal befreien, oder nicht? Muss es ja auch noch geben. Bam. Den wollte ich gerne übernehmen. Tut mir leid. Oh, wir müssen hier mit jemandem reden, oder wir können. Okay. Ah. Okay. Ah, wie das, was sie auf Insta gepostet. Da vorne. Bei dem Schiff. Das ist das Schiff ihrer königlichen Hoheit. Seid ihr bereit? Geschichte fortsetzen. Transport nach Coruscant. Warte mal, nein, nein, nein. Kann doch noch gar nicht sein. Dann wären wir ja schon durch mit Episode 1. Nee. Ach nee. Ah, okay, ich bin lost. Wir fliegen jetzt mit dem Schiff, ja, okay, jetzt geht's nach Tatooine. Dann geht's am Ende wieder zurück. Okay. Ich dachte gerade, der Darth Maul Bossfight, also Darth Maul im Film, kam ja auch auf Naboo, war das. Den dachte ich, wenn wir mit dem Schiff wegfliegen. Na gut, ist egal, ich war verwirrt. Ja, jetzt wo einfach. Nicht genug Energie. Der Hyperantrieb hat ein Leck. Ah ja. Hier, Meister, Tatooine. Er ist klein, abgelegen und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Oh nein. Ah, du bist ein Begleitschiff. Tatooine, sagst du? Irgendwelche Schläge, wo wir landen sollen? Da müssen wir hin, aber wir können. Da unten. Aber nee, noch nicht. Lass noch nicht dahin fliegen. Vielleicht gibt's hier oben noch was im Weltall. Guck mal, da ist ein Stein, glaube ich. Guck mal zu diesem Stein hier. Ja. So einen blauen. Gebe ich den Gas. Das ist. Ach, da links sehe ich dich. Da links wirst du mir angezogen. Du bist ja schon gleich da. Den müssen wir kaputt machen. Umgekehrte Steuerung, das ist sehr verwirrend. Bremse ich denn? Haben wir den Stein gekriegt? Ja, ne? Ja. Also, wo bist du denn? Gerade wurdest du mir noch ange. Ah, da! Du bist also über mir, ne? Ich bin an dir vorbeigefahren. Da! Ah. Ja. Können wir, wo bist du denn? Okay, dann lass uns nach Richtung Tatooine fliegen. Landen. Ich wollte eigentlich testen, ob ich dich abballern kann, aber ich hatte irgendwie keine Kontrolle über das Schiff. Sieht cool aus.
Hat ja sogar so einen Landeanflug. Oh, guck mal. Und das ist so ein Schiff, was Mando hat. Am Ende, was wir bei Boba gesehen haben, was er aufgemotzt hat, ist dieses Ding. Tatooine, Mos Espa. Ach, logisch, dass es noch Bonze da. Was noch alles passiert in diesem Film. Ja, das ist mir da noch eingefallen. Sie will mehr über diesen Planeten erfahren. Wer sind du sie denn? Ich bin Padme, eine Dienerin der Königin. Das ist kein guter Gedanke. Aber wenn die Königin es wünscht. Also gut. Ich kann hier wieder mit einem Protokoll drüber reden. Achso, das. Wieso kann ich kann nicht fliegen? Und zu springen gedrückt halten? Kann der da fliegen? Ja, nicht. Oh, ist bitter. Da hinten ist wie ein Kaiberblick, hier leuchtet was. Ja. Bist du hingelaufen? Bist du schon mal rein in die City? Nee, ich bin noch hinter dem Schiff quasi. Da hüpfe ich lang. Hallo. Aua, Kopfgeschoss. Alter, ist auf dem Band da. Wer ist er denn hier? Der kleine Junge bei Watto war ein begnadeter Mechaniker. Seine Mutter hat mir erzählt, er hat andauernd etwas repariert oder gebaut. Aber neulich hat er seine Pläne verlegt. Ich bin sicher, die liegen irgendwo bei ihm daheim herum. Gerücht freigeschaltet, okay. Lass uns mal reingehen, denn ich schon jetzt wieder über die Hälfte der Episode rum. Man kann mit allen reden? Ist Obi-Wan nicht dabei? Ne, der ist auf dem Schiff geblieben. Oh, wie cool hinter dir. Oh, ich glaube, wenn du da bist. Wie cool das hier aussieht. Hier ist was. Hier sind Hebel, oder? Nee. Was denn? Es leuchtet. Schon wieder ein Kyber-Brick. Ich glaube, da müssen wir irgendwas reinlegen, wie so eine Sicherung oder so. Jetzt auch noch lang. Wo bist du denn lang? Du bist da rechts irgendwo lang gegangen. Ja, ich bin. Lol, da oben. Ich sehe dich. Früher war da einfach eine Wand, eine unsichtbare Wand bei den Lego-Spielen, ne? Ja. Kannst einfach auf jedem Dach rumklicken. Das ist so nice. Ich kann mir auch vorstellen, wenn die Story durch hat, dass man hier einfach noch entspannt rumlaufen kann und sich die ganze Umgebung anschauen kann. Kommst du eigentlich nochmal zurück irgendwie? Ja, ich such den. Ach. Ja, der wird hier immer angezeigt mit den Bobbles. Oder oben ist wieder ein Kyber-Brick. Keine Ahnung. Bam. Bist du da? Ja. Okay, dann können wir mal weitergehen. Wir wenigstens die zweite Story-Mission schaffen. Rechts, wenn wir. Was? Rechts. Hey, ich weiß gar nichts darüber, wie man Schiffe repariert. Habe ich zwei Ausrufe. Hey, warum muss ich lang? Ich lieber ein paar Pottrennen an. Ist der lang. Macht mehr Spaß, als Hyperantriebe zu reparieren. So, ne, wir sollen den anderen Ausrufezeichen allen folgen. Okay, ach so, wir sollen uns gerade informieren, okay. Oh, meine Stimme verlässt mich, mein Auge tränt und alles. Herzlichen Glückwunsch. Lasst mich raten. Ihr sucht Schiffsteile? Na klar, jeder tut das. Dann solltet ihr zu Watto gehen. Sein Laden ist am anderen Ende der Stadt. Gut. Watto. Wer Watto ist, weißt du es noch? Ja. Hallo, Super Tanaka. Super Tanaka. Lass uns hier erstmal umschauen, bitte. Ach, vielleicht gibt's hier was Cooles. Oh, ich habe Anakin geschlagen. Ich sehe ihn klein. Mal randalieren, wie immer. Aber wir können auch erst mit Anakin reden. Ich muss arbeiten. Watto ist da drüben, falls ihr was braucht. Immer habe ich woanders eine Erinnerung. Ich fällt wieder mit dir nicht. Ich kann euch nicht helfen. Wenn ihr was braucht, müsst ihr mit Watto reden. Finde ich irgendwas Cooles? Es gab aber noch nicht einmal so, dass wir irgendwas bauen mussten, ne? Hier ist eine Kettensäge. Gerne bedienen. Ich glaube, es gibt hier aber nichts. Lass mal rein. Dann gehen wir rein hier. Ich brauche Teile für einen Nubian, Typ J327.
Ich habe 20.000 republikanische Dataris. Republikanische Credits sind hier nichts wert. Ich brauche was Besseres. Du bist ein lustiger kleiner Junge. Ich baue einen Trottrenner. Du musst die Reflexe eines Jedi haben, wenn du solche Rennen fährst. Hey, morgen ist doch Mon Taif, das große Rennen. Ihr könntet meinen anmelden. Anakin. Das Preisgeld wäre mehr als genug für ihre Ersatzteile. Die Macht ist ungewöhnlich stark in ihm. So viel steht fest. Er hat etwas Besseres verdient als ein Sklavendasein. Der Junge erzählt mir, ihr wollt ihn in dem Rennen sponsern. Ich habe einen Pott bei einer Wette gewonnen. Ich setze meinen nagelneuen Pott gegen den Jungen und seine Mutter. Kein Pottrenner ist zwei Sklaven wert. Dann nur der Junge. Abgemacht. Ja, schön, wie dein Laden leuchtet. Wenn das alles ist, sollten wir zur Arena gehen und den jungen Anakin für das Rennen anmelden. Okay, ich hoffe, jetzt kommt nicht nur direkt das Podrennen. Ich glaube, in meiner aktuellen Verfassung bin ich nicht so in der Lage, ein gutes Podrace zu fahren. Warte, ich kann hier irgendwas machen. Ist da irgendwas, wo ich das hinbringen soll? Oh. Okay, kann ich da noch irgendwas raufstapeln? Ist da irgendwas oben? Siehst du irgendwas? Hm. Erschließt sich mir jetzt noch nicht. Naja. Okay, dann lass uns mal zur Arena gehen. Das ist das Groß, da oben ist ein Kyberbrick. Da kommen wir nicht hin. Ich soll das Ganze dann nochmal durchspielen. Ja. Oh, ich kann was bauen. Oh, du kannst auch was bauen? Wo bist du? Und jetzt? Was ist das? Ah! Kann die kannst du dich mit Jaja oder so auf die Fahne stellen? Hey, ich sehe da so sein. Dich darauf stellen? Ja. Oh, nein, ich warte. Und du springst nicht darüber, sondern rechts. So eine Plattform. Darüber? Und jetzt auf die Plattform da oben. Okay, und jetzt nach ganz oben. Und da oben war irgendwo ein Kyberbrick. Hier wieder weiter. Ach, warte. Ah! Ja! Sehr nice. Akims Grillgut. Perfekt. Ich reite schon mal Richtung Ziel. Da ist Annie. Dann starten wir das Level. Das wird das Podrace sein. Das, oh, oder geht das jetzt hier instant los? Ich glaube, es geht instant los. Das ist absolut richtig. Und viele Zuschauer von allen Ecken und Enden des Outer Rim. Bograni Champion zu Pixolito Sepulva. Eine Nachmeldung. Der junge Anakin Skywalker. Vergiss nie, konzentrier dich auf den Moment. Fühl, nicht denken. Nutze deinen Instinkt. Mach ich. Möge die Macht mit dir sein. Und damit, ja, beenden wir die Folge wirklich mit diesem Cliffhanger. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne noch die Folge von gestern an. Die haben nämlich viele von euch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch viele einfach die Benachrichtigung mal wieder nicht gekriegt haben. Man weiß bei YouTube ja nie. Deshalb immer schön abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, damit bin ich raus für heute. Ich feiere dieses Spiel unglaublich. Es wird echt von Part zu Part, habe ich immer mehr Spaß an diesem Game. Und ich glaube, das wird noch ein richtig, richtig großes Abenteuer für uns. Und ja, damit würde ich sagen, ich bin raus für heute, Leute. Wir sehen uns morgen mit dem Podrennen wieder und gucken, was danach noch so passiert. Und ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao.